Die Neurotoxizität und die Bedeutung der reaktiven Sauerstoffspezies und Glutation. Der wichtigste Mechanismus für die methylquecksilberinduzierte Toxizität ist die Bildung der reaktiven Sauerstoffspezies ROS und die Unterdrückung von Glutation. Das Gleichgewicht zwischen diesen oxidativen und reduktiven zellulären Prozessen ist entscheidend im Zusammenhang mit der methylquecksilberinduzierten Nervengiftigkeit. Und nach der Exposition gegenüber diesem Methylquecksilber gehen erniedrigte Glutationkonzentrationen in der Regel auch mit erhöhten reaktiven Sauerstoffspezieskonzentrationen einher. Gibt es eine ganze Reihe von Studien. Und in einer epidemiologischen Studie, in der ein Zusammenhang zwischen dem oxidativen Stress und der Methylquecksilberexposition hergestellt wurde, wurden bei erhöhtem Gesamtquecksilbergehalt sowohl erhöhte als auch erniedrigte Glutationkonzentrationen bestimmt. Und diese Ergebnisse liegen nahe, dass Methylquecksilber die Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies steigern kann, die wiederum entweder die Glutationkonzentration erniedrigen oder durch die Erhöhung der Glutationkonzentration eine adaptive, anpassende Reaktion auf oxidativen Stress auslösen können. Bedeutet also, am Anfang kann der Körper immer noch auf etwas reagieren, deswegen kann das ja alles gar nicht so schlimm sein. Wenn es aber immer wieder passiert, dann erschöpfen sich diese adaptiven Möglichkeiten und dann entstehen die Zellschäden. Und wir sind natürlich auch entwicklungsgeschichtlich darauf ausgelegt, dass wir alle irgendwo 37, 38, 40 Jahre alt werden. Und das ist in den Dritte Weltländern, wo es ja auch einen erheblichen Mangel an allen möglichen Sachen gibt, durchaus der Fall. Damit man dann schon mit 14, 15 Eltern wird und dann im Grunde genommen mit 25, 30 auch schon Großeltern ist, um dann auch nochmal ein bisschen zu begleiten, zu betreuen. Und darüber hinaus ist natürlich die Kindersterblichkeit in diesen Ländern extrem hoch. Und es gibt natürlich auch Menschen, die dort 60 oder 70 werden. Und das ist eben das Durchschnittsalter, was bei 37 liegt. Und darüber hinaus wurde gezeigt, dass die Induktion, also das Anleiten einer vermehrten Glutationbildung gegen methylquecksilberinduzierte Nervenschäden auch schützen kann. Und wichtige Inhaltsstoffe aus Fisch- und Meeresfrüchten, also wie Fettsäuren und Selen und Antioxidantien, schützen also nachgewiesenermaßen ebenfalls gegen methylquecksilberinduzierte reaktive Sauerstoffspezies. Deswegen empfehle ich ja immer, nehmen Sie um toxische Metalle und um Phthalate, also Weichmacher, Hormondisruptoren, bereinigte, natürlich belastende Fischöle zu sich und optimieren Sie Ihre Mikronährstoffe im Bereich der Spurenelemente und Mineralien, aber natürlich auch im Bereich der Aminosäuren und der Antioxidantien, der natürlichen, um genau in diesem Bereich den Schutz zu haben, den Ihnen Ihre Genetik ermöglichen würde. Und das zahlt sich im Verlauf Ihres Lebens aus. Darauf gibt es auch keine Garantie, aber nehmen wir mal an, wir haben ja auch schon über Alzheimer gesprochen, nehmen wir mal an, Sie würden nicht mit 70 Alzheimer dement, sondern mit 75. Das wären 5 Jahre Ihrer Rente, in der Sie noch leben und genießen können, bevor Sie dann den Rest dessen, was Sie im Laufe des Lebens angeschafft haben, für den Pflegedienst und das Altenheim aufgeben und wo Sie auch gar nicht mehr wissen, ob das Gebiss, was Sie da haben, Ihrem Nachbarn gehört oder Ihnen und ob die Klamotten, die Sie anhaben, die Ihrigen sind. Denn wenn Sie jetzt mal in solche, Demenzaufbewahrungsstationen, kann man ja schon fast sagen, gucken, dann laufen die da alle wild durcheinander, weil sie für nichts mehr verständig sind. Und wenn Sie das für sich nicht vorstellen wollen und je älter wir werden, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch Demenzen haben, umso wichtiger ist es, dass Sie für sich Vorsorge tragen, denn was Sie jetzt tun, zahlt sich am Ende Ihres Lebens in dieser Form aus. Im Gehirn scheinen Interaktionen zwischen Neuronen und Gliazellen eine wichtige Rolle der Nervengiftigkeit von Methylquecksilber zu spielen. Die Astrozyten versorgen nämlich die Neuronen mit den verschiedenen Faktoren wie Cystein, Glycin, Glutamin und Selen, Sie erinnern sich aus den vorherigen Aussagen, Bausteine von Glutation für die Glutationproduktion. Und der erhöhte Gehalt an Glutation im kortikalen, also Hirnrinde, im Vergleich zum Kleinhirn, cerebellären Astrozyten,
Erythrozyten war Publikationen zufolge verantwortlich für die erhöhte Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies in zerebellären, also Kleinhirn-Astrozyten. Bedeutet, dass auch hier wieder es wichtig ist, wie ist die antioxidative Kapazität, wie viel Zellwand, Lipidperoxidation habe ich, wie viel 8-Desoxyguanosin-Zellkernschäden habe ich eigentlich, wie sieht mein ATMA-Wert aus und wie sehen die Bausteine für meine Glutationproduktion aus. Also wichtige Vorsorge und studienbelegte, medizinisch indizierte Gründe dafür, genau diese Werte in einer echten Vorsorge für eine individuelle Therapie und Diagnostik zu erfassen. Die Mikrotubuli haben natürlich nichts mit der Niere zu tun, sondern sind wirklich Zellbestandteil, der am Zellskelett beteiligt.